Dann darf ich mich bedanken, dass ihr alle hier auf diesen Aufzug mitgelaufen seid. Mit ein Kernziel dieser Versammlung ist es, Solidarität in seinem wahren Sinne zu praktizieren. Solidarität heißt, dass wir hier auf die Straße gehen für die von Impfzwang betroffenen Pflegekräfte, obwohl wir nicht betroffen sind. Solidarität setzt dabei die Freiwilligkeit voraus. Und hier, um hier noch ein bisschen fachlichen Input zu bekommen, bin ich sehr froh, dass wir hier eine ärztliche Mitarbeiterin aus einem Gesundheitsamt haben. Denn wie ihr alle wisst, in vielen Gesundheitsämtern scheinen viele Mitarbeiter nicht um Maß bemüht und scheinen vergessen zu haben, was ihre Aufgabe ist. Der Schutz der Bevölkerung und nicht das Durchdrücken eines Obrigkeitsstaates. In diesem Sinne darf ich jetzt für den letzten Redebeitrag des Abends großen Applaus mehr wünschen für Dr. Antje Krebbe. Und vielen Dank und guten Abend Ihnen allen, auch dass Sie gekommen sind und mitgelaufen sind. Der Protest ist dringender nötig denn je, denn die Wort- und Rechtsbrüchigkeit der Landes- und Bundesregierung schreit zum Himmel. Und auch die Einrichtungsbezogene Impfpflicht betrifft eben nicht nur Ungeimpfte oder laut Gesetz teilgeimpfte Mitarbeiter. Danke! Da verkürzt der Bundesgesundheitsminister Lauterbach mal eben über Nacht die Frist für den genesenen Status. EU-Ebene mitbeschlossen und die Regierung Kretschmann hält sich nicht an die Regeln, die sie auf Bundesebene zu den Alarmstufen mitbeschlossen hatte. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim mit mehreren Anträgen befassen, die nichts anderes fordern, als gemäß den Regelungen zu den Alarmstufen zu 3G im Studienbetrieb und im Fachhandel zurückzukehren. Da ging es nicht um juristisch schwierige Sachverhalte mit Ermessensspielraum, sondern um die Regeln, die die Regierung selbst aufgestellt und dann ignoriert hat. Wir alle bezahlen für die juristische Klärung durch die ohnehin überlastete Justiz, ist doch umso weniger Geld für die Belange jedes Einzelnen im Landeshaushalt vorhanden. Noch viel Schlimmeres ist ab dem 16. März, dem Beginn der einrichtungsbezogenen Maskenpflicht nach § 20a IFSG zu erwarten. An diesem Tag müssen die Leitungen von Behandlungs- und Reha-Einrichtungen, Rettungsdiensten und manchen Gesundheitsbehörden jene Mitarbeiter, die keinen Impfnachweis oder ein davon befreiendes Dokument vorgelegt haben, dem Gesundheitsamt melden und damit unter Umständen den ersten Schritt für ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot im Klartext Verlust des Arbeitsplatzes dieser Mitarbeiter tun. Vielerorts sind in Gesundheitseinrichtungen die Hierarchien flach. Was wird also den Einrichtungsleitungen
gewissensmäßig zugemutet. Die Spaltung der Gesellschaft erreicht damit eine weitere Dimension. Was wird den Patienten zugemutet, wenn insbesondere Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, heilpädagogische Behandlung, Hebammenbetreuung und vieles mehr ausfallen, noch weniger Personal in Kliniken, Praxen, Reha und im Rettungsdienst zur Verfügung steht? Welchen Sinn macht dieses Gesetz zu Zeiten weitgehend durchgeimpfter, vulnerabler Personen, fortschreitenden Behandlungsmöglichkeiten von Covid-19, ausreichend vorhandenen FFP2-Masken, täglichen Tests? Und zudem dürfen Ungeimpfte mit Attest auch in der Einrichtung verbleiben, wie auch angeblich Genesene, deren PCR-Test lediglich positiv war und die mangels durchgemachter Erkrankung einen zweifelhaften Immunstatus haben. Auch geimpfte Kollegen können zu Impfversagern werden. Und was macht die ungeimpften Mitarbeiter ausgerechnet ab 16. März so gefährlich, während sie vorher in den Einrichtungen arbeiten dürfen? Die Einrichtungsleiterin, die betroffenen Mitarbeiter und die Patienten sollten sich ganz konkret wehren. Die Einrichtungsleitungen können mit der Meldung der Mitarbeiter beim Gesundheitsamt einen Antrag auf Ausnahmeregelung wegen Unverzichtbarkeit stellen und dabei die Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten beschreiben. Die beschäftigte Person sollte nach der Anforderung des impfgenesenen Befreiungsnachweises durch das Gesundheitsamt im Rahmen der sogenannten Anhörung die persönlichen Auswirkungen eines Arbeitsplatzverlustes darstellen und Alternativen zum Betretungs- und Tätigkeitsverbot anbieten, wie zum Beispiel die Versorgung von weniger vulnerablen Patienten, Bereitschaft für weiterhin tägliche Tests und Tragen einer FFP3-Maske kurzzeitig bei körpernahen Tätigkeiten. Das Gesundheitsamt muss dann die Interessen von behandelnden und behandelten Personen abwägen und kann so oder so entscheiden. Wenn das Betretungs- und Tätigkeitsverbot schriftlich zugestellt wurde, kann Widerspruch eingelegt werden, der aber keine aufschiebende Wirkung hat. Die Arbeitsstätte darf nicht mehr betreten werden. Bei negativen Widerspruchsbescheid gibt es dann nur noch den Klageweg. Auch für Pflegeheime, Heime für behinderte Menschen, Tagesstätten für Pflegebedürftige, ambulante Pflegedienste, Assistenzdienste, Frühförderstellen, Beförderungsdienste und Leistungsberechtigte mit persönlichem Budget gilt die Impf- bzw. der Nachweis auch. Diese Rechtsunsicherheit macht es für diese Einrichtungsleitungen nicht einfacher. Dürfen sie selbst über alternative Beschäftigungsmöglichkeiten entscheiden oder ist eine Weiterbeschäftigung ausgeschlossen? Mit welchen Mitteln soll die Einrichtung den Zutritt verwehren und darf ohne weiteres gekündigt werden? Wohl kaum, denn den Kollegen in Klinik und Praxis steht ein Anhörungsrecht mit möglicher Ausnahmegenehmigung zu, in einem Verfahren, das sich Wochen bis Monate hinzieht. Die betroffenen Patienten, Pflegebedürftigen und anderen auf Hilfe angewiesenen Personen, die nun ihre Therapeuten, Pfleger, Betreuer usw. so verlieren, sollten dies im Falle verordneter Heilmittel dem verordnenden Arzt mitteilen, sich an den Träger der Einrichtung wenden, an die Krankenkasse sich wenden, an das bundesweite Patiententelefon, im Falle ausfallender Pflege an das bundesweite Pflegetelefon und die örtlichen Pflegestützpunkte. Im Falle, dass ein Arzt oder Psychotherapeut nicht mehr praktizieren darf, kann man sich an das Patiententelefon der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg wenden. Diese und weitere Tipps können Sie auf der Webseite der offenen Gesellschaft Kurpfalz nachlesen und weitere Informationen
aus der Webseite des Netzwerkes kritischer Richter und Staatsanwälte ziehen. Auf den Webseiten von Patienten- und Pflegetelefonen finden Sie auch Mailadressen, um Ihr Anliegen dringlich zu machen. Es gibt also im Vorfeld des unseligen Stichtags für die vielen Betroffenen einiges vorzubereiten und niemand sollte von sich aus kündigen, wenn er oder sie an dem Arbeitsplatz liegt. Vieles ist rechtlich in der Umsetzung noch nicht klar und die drohende zusätzliche Mangelversorgung und zunehmende Bedenken auch von Vertretern der Ärzteschaft und von Einrichtungsträgern lassen hoffen, dass es nicht so katastrophal kommt, wie es im Moment scheint. Und dann ist da noch die bis Mitte März wahrscheinlich abgeflaute Omikron-Welle mit milden Verläufen und die damit verbundene Frage nach der Verhältnismäßigkeit und wie das die Gerichte sehen. Ich wünsche allen einen guten Heimweg, viel Kraft und Durchhaltevermögen. Das war Dr. Angie Kräve, ärztliche Mitarbeiterin in einem Gesundheitsamt auf der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Wie bereits angekündigt, wird dieser Redebeitrag in wenigen Stunden auch online verfügbar sein. Ansonsten habe ich noch eine kurze Übersicht für von dem Impfzwang betroffene Pflegekräfte, was man rechtlich tun kann, dass man nicht in Angst verfällt im Angesicht dieses staatlichen Übergriffes. Dann habe ich jetzt noch mehrere Ankündigungen. Zunächst einmal wird, wie am Anfang schon gesagt, dieser Aufzug findet wöchentlich jetzt statt. Das heißt, nächsten Montag wieder auf dem Marktplatz, 18 Uhr. Kommt vorbei, seid Ordner. Ansonsten gibt es am Mittwoch einen Aufzug durch Heidelberg. Dieser beginnt um 18 Uhr von der Schwanenteichanlage in der Poststraße. Grund für diesen Aufzug ist es, dass das St. Joseph Krankenhaus in Heidelberg rechtswidrig bereits im vorauseilenden Gehorsam Mitarbeiter unentgeltlich freistellt. Dagegen solidarisieren wir uns mit den Pflegekräften gegen diesen autoritären Maßnahmen. Habe ich jetzt noch eine weitere Ankündigung vom Immunologen Dr. Kai Klappert. Ja, hallo, guten Abend. Nur ganz kurz, einige wissen es schon, wir haben eine Unterschriftenaktion gestartet, sowohl für die Uniklinik Heidelberg als auch hier für die Unimedizin in Mannheim. Für diejenigen Mitarbeiter der Unimedizin Mannheim, die an dieser Unterschriftenaktion gegen die Impfpflicht teilnehmen wollen, wir treffen uns gleich hier hinten, können uns verabreden, wir haben auch einige Unterschriftenlisten da. Und ich freue mich auf möglichst viel Unterstützung am Mittwoch. Danke. Dann bedanke ich mich bei allen, die da gewesen sind, insbesondere bei den Ordnern, die hier die undankbare Aufgabe übernommen haben, die Maskenpflicht durchzusetzen. Ich bedanke mich auch bei den Trommlern und ich gebe jetzt an das Schlussprogramm der Demo Musik von Ursula. Terror gemacht, er muss immer erklären, warum bist du doch nicht geimpft und jeder sieht Druck von oben. Das ist der Hintergrund dieses neuen Liedes. Achtung! Ein Fremdwort in der Chefetage.
Bald ist Corona Legende, bald wissen wir,
So, dann vielen herzlichen Dank, dass ihr heute alle gekommen seid und auch ein Dankeschön an die Polizei für die tolle Zusammenarbeit. Die Versammlung ist hiermit beendet. Ich wünsche euch alle einen schönen Nachhauseweg.